zu den Tiny Talks. Was für Talks? Tiny Talks. Das ist der Podcast zur Ausstellungsreihe Tiny Bee. Und um was geht's hier? Ich unterhalte mich mit ganz unterschiedlichen Stimmen aus unseren Partnermuseen über unsere Tiny Bee-Themen. Hallo Jonas, hallo Katharina. Schön, dass ihr zu unserem Tiny Talk heute Zeit hattet. Katharina, du arbeitest als freie Kuratorin und Stadtforscherin und hast die Ausstellung Gärtnern jetzt im Historischen Museum kuratiert. Und Jonas, du bist unter anderem freier Kurator fürs Architekturmuseum in Frankfurt. Aber stellt euch doch gerne mal selber vor, was wollt ihr so von euch erzählen? Was macht ihr so beruflich? Was sind eure Forschungsschwerpunkte vielleicht? Ich bin Katharina, ich arbeite jetzt seit 3 Jahren als freie Kuratorin und Stadtforscherin und viel für das Historische Museum Frankfurt, primär für das Stadtlabor, das heißt die kollaborativen Ausstellungsformate am Historischen Museum Frankfurt. Und der Fokus liegt bei mir immer auf der Gegenwart und Zukunft der Stadt, also natürlich oft auch mit historischen Rückblicken, aber es geht in meiner Arbeit primär um die Stadt und das kollaborative Erforschen der Stadt. Und auch der Frage, wer vermittelt oder wer produziert das Bild der Stadt eigentlich? Kurze begriffliche Rückfrage. Kollaborativ meint gemeinschaftlich? Ja, genau. Also es ist nochmal eine weitere Form des Partizipationsbegriffs, also nochmal mehr auf Augenhöhe. Mein Name ist Jonas Malzahn. Ich habe Architektur studiert und bin jetzt freier Kurator unter anderem am Deutschen Architekturmuseum und akademischer Mitarbeiter am Lehrstuhl für Stadtplanung und Entwerfen an der Universität Stuttgart. Dementsprechend habe ich mich schon während meines Studiums und jetzt darüber hinaus mit der Architektur, Stadt und den Menschen natürlich, die Architektur und die Stadt bewohnen, beschäftigt. Und wie kann man sich deine Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter denn so vorstellen? Was machst du so den ganzen Tag? Ich lebe also mit den Studierenden Entwürfe, Projekte zu bearbeiten. Ein Schwerpunkt von mir im Moment ist dabei die Kommunikation von Planerinnen und Planern und Architekten und Architekten mit Bürgerinnen und Bürgern, da wir Architekten und Planerinnen ja eine Fachsprache benutzen, gibt es da eine große Diskrepanz und man muss halt vermitteln und das muss auch gelernt werden. Und damit beschäftige ich mich im Moment mit den Studierenden, da Wege zu finden, wie wir auch aus der Universität hinaus mit der Stadt sozusagen ins Gespräch kommen können. Das heißt, mit der Stadt ins Gespräch kommen ist eigentlich auch was, was eure Arbeit vereint, oder? Genau, also ich denke, was uns vereint, ist auf jeden Fall der Blick auf die Stadt, einmal aus architektonischer und städtebaulicher Perspektive, aber auch aus der Sozial- und Kulturwissenschaft und dann eben Vermittlung von städtischen und urbanen Prozessen und Phänomenen. Jonas, du hast letztes Jahr die Ausstellung Neue Heimat 1950 bis 1982 kuratiert. Die Neue Heimat war der größte und bedeutendste nichtstaatliche Wohnungsbaukonzern im Europa der Nachkriegszeit, so hieß es in der Ausstellungsbeschreibung. Und es ging in der Ausstellung auch um einen Entwurf von Ernst May zu Darmstadt-Kranichstein. Und hier hast du im Ausstellungsfilm erzählt, dass es das erste Mal in der Bundesrepublik war, dass sogenannte AdvokatenplanerInnen eingesetzt wurden. Menschliche Stadt gesucht, war die passende Zeitungsüberschrift dazu. Was genau hat es denn mit diesen AdvokatenplanerInnen auf sich? Eine Ausstellung gewesen, die Kolleginnen und Kollegen vom Architekturmuseum der TU München und des Architekturarchives Hamburg zusammen konzipiert haben und wir in Frankfurt waren eine Station dieser Ausstellung und haben natürlich sozusagen auch unseren Senf dazu gegeben. Das heißt, wir haben uns in Frankfurt und der Region umgeguckt, was die Neue Heimat dort gemacht hat. Und da war Darmstadt-Kranichstein ein Schlüsselprojekt, eine Großwohnsiedlung, eine Trabantenstadt, die von dem damals schon in die Jahre gekommenen Architekten Ernst May geplant wurde. Und die Bauherren, also die Neue Heimat, hatten einiges vergessen oder nicht gründlich bedacht. Und die Bewohnerinnen und Bewohner waren daraufhin unglücklich mit der Planung und haben sich zusammengetan und ihre Anmerkungen kundgetan, woraufhin dann die Stadt Darmstadt Advokatenplaner einbezogen hat. Das war
ein Begriff, der kam, oder eine Idee, die aus den USA kam. Und es waren sozusagen Vermittler zwischen Bauherren und Bürgerinnen und Bürgern, die aber auf Seiten sozusagen sehr objektiv auch die Seite der Bürgerinnen und Bürger vertreten sollten. In Kranichstein hatten die Planerinnen und Planer und die Bauherren die neue Heimat vergessen, den Nahverkehr rechtzeitig anzubinden und Nahversorgungsmöglichkeiten zu bieten. Das war für sie alles eher nachrangig, aber natürlich für die Bewohnerinnen und Bewohner sehr wichtig. Und die Advokatenplaner waren dann an der Stelle und haben halt diese Fehler in der Planung und die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger dort in die Hand genommen und sie gegenüber den Planerinnen und Planerinnen vertreten. Und was waren das für Menschen? Was waren die von Beruf? Das waren unter anderem auch Architekten oder Planer, aber auch Bürgerinnen und Bürger, da die Kranichsteiner sich schon zu einer Bürgervereinigung zusammengetan hatten, waren das auch Bürgerinnen, die sich dort schon engagiert hatten. Okay. Also das war sozusagen eines der ersten kleineren Beteiligungsverfahren, würde ich mal sagen, die es in Deutschland gab. Ah, bei den Beteiligungsverfahren, das passt ja auch eigentlich ganz gut dazu, wie Katharina, wie ihr Ausstellungen mit dem Stadtlabor macht, oder? Würdest du sagen, da gibt es Anknüpfungspunkte an dieses vielleicht demokratische Prinzip der AdvokatenplanerInnen? Ja, natürlich, sicherlich. Ich denke, ein wesentlicher Unterschied ist, dass wir es von Anfang an mit einbeziehen und nicht erst im Nachhinein quasi machen. Ne? Also, dass wir von Anfang an quasi den Beteiligungsprozess öffnen und einladen und sagen, hey, wird diese Ausstellung geben, oder auch, welche Ideen in der Stadtbevölkerung sind eigentlich da für eine Ausstellung im Stadtlabor? Und dann von der ersten Fragestellung bis zur Umsetzung der Ausstellung, der Ausstellungsbeiträge zusammenarbeiten und quasi nicht erst hinterher was ausgleichen. Und bei Gärtnern jetzt habt ihr dann mit unterschiedlichen Initiativen, Menschen, Gruppierungen zusammengearbeitet, die sich mit Gärtnern beschäftigen, oder? Eigentlich Menschen, die in Frankfurt gärtnern. Also Gärtnerinnen und Gärtnern, über 50, es waren so um die 80 bis 100 Beteiligte. Und es geht bei den Stadtlaborausstellungen ja oder beim Stadtlaborprozess um die geteilte Expertise, so nennen wir das. Das heißt wirklich, die eigene kuratorische Rolle zu hinterfragen und zu schauen, okay, wer macht denn Ausstellungen im europäischsprachigen Raum und welche Geschichten und Perspektiven sind nicht vertreten, und es deshalb ganz radikal aufzubrechen und sagen, wenn es um die Stadt und Themen geht, die in der Stadt verhandelt werden, dann gibt es ganz viele Expertinnen in der Stadt, und das sind die Menschen, die in Frankfurt leben und arbeiten und ihr Expertenwissen dazu haben. Und deshalb versuchen wir eben, möglichst viele Menschen mit einzubeziehen und die Geschichten zu erzählen. Und dieses Mal waren es eben Gärtnerinnen und Gärtner, die sich mit dem Grün in der Stadt auskennen durch ihre eigene Tätigkeit. Und Jonas, gibt es da für dich irgendeinen Bezugspunkt? Wie wichtig ist denn das Grün in der Stadt für dich? Ja, für mich, also ganz persönlich ist das Grün in der Stadt sehr wichtig für mich, aber darüber hinaus ist das Grün in der Stadt für uns alle, glaube ich, sehr wichtig. Und zwar, weil das Grün als Puffer dient bei Starkregenereignissen, also wie eine Art Schwamm wirkt, aber auch die Luft reinigt. Also wir wissen ja, dass der Autoverkehr Feinstaub in unserer Straßen hinterlässt. Da ist das Grün, da ist Baum oder Strauch sehr wichtig, diese Partikel aus der Luft zu filtern. Ja, aber auch ganz einfach, das ist halt gut für unser Wohlbefinden ist. Also Grün in der Stadt senkt das Stresslevel zum Beispiel. Da gibt es verschiedene Untersuchungen, die einfach belegen, dass wir uns als Menschen auch mit etwas Grün in unserer Nähe ja ein bisschen wohler fühlen. Darüber hinaus sind wir ja nicht die einzigsten Bewohner und Bewohnerinnen der Stadt, sondern auch Tiere und Insekten, die sich natürlich mit Grün um sie herum wohler fühlen und es auch zum Leben natürlich brauchen. Und ich denke, ein wichtiger Anknüpfungspunkt, das war auch beim Stadtlabor ein wichtiger Aspekt, Pflanzen auch Lebewesen sind und natürlich eine Berechtigung haben, da zu sein. Und die Frage ist ja immer auch in diesem Diskurs um Grün und Beton, also Grün und Grau in der Stadt, müssen wir den Pflanzen nicht eigentlich auch dann wieder was zurückgeben, wenn wir ihnen so viel Lebensraum nehmen, ne, Jonas? Und da kommt ja dieses eine schöne Projekt, was auch in der Ausstellung im Damm war, einfach Grün von den Baummitbewohnern. Ja, genau. Also im Deutschen Architekturmuseum hatten wir vor kurzem die Ausstellung Einfach Grün, Greening the City, bei der es
um die Begrünung von Gebäuden ging, an der Fassade, aber auch auf dem Dach. Und in Darmstadt gab es ein sehr frühes Gebäude, das Baumhaus von Ott Hoffmann, der damit experimentierte, Bäume auf seinem Haus zu pflanzen, also auf Terrassen. Und da gibt es natürlich jetzt auch verschiedene Projekte, die daran anschließen, an diesen Vorreiter, den Bosco Verticale werden einige kennen, in Mailand ein Hochhaus von dem Architekten Böri, der ein ganzes Hochhaus begrünt hat mit Bäumen, Sträuchern und so ein großes Habitat in der Stadt geschaffen hat für Insekten, Vögel, aber natürlich auch für die Bewohnerinnen und Bewohner dieses Hochhauses eine ganz neue Wohnlandschaft erstellt hat. Und Hundertwasser, der in diesem Zuge ja auch sehr spannend ist, der diese Gebäude gestaltet hat und wirklich gesagt hat, auch ein Baum bekommt ein Zimmer im Haus. Weil wenn wir eben so viel Raum den Pflanzen nehmen durch Bebauung, müssen wir ihnen irgendwie auch wieder Raum geben zum Leben. Ja, darauf wolltest du hinaus. Das habe ich nicht ganz gecheckt gleich. Aber ja, Hundertwasser war sogar einer mit der Ersten, der das propagierte, der auch dann in Mailand auf der Triennale mit einem Baum in der Hand durch die Straßen zog, um seinen Baummieter allen vorzustellen. Er hatte neben den menschlichen Bewohnern auch den Baum als Mieter vorgesehen. Das heißt, es geht auch irgendwie darum, dass menschliche und nichtmenschliche Entitäten wieder harmonischer zusammenleben, dass man es versucht, ganzheitlicher wieder zu denken. Und im Ausstellungsfilm zu Gärtnern jetzt sagst du, Katharina, Folgendes. Für die Stadt der Zukunft ist es wichtig, ökologische und soziale Fragen im Städtebau zusammenzudenken und die Menschen mit einzubeziehen. Anknüpfend an das, was wir jetzt auch schon besprochen haben, kannst du das vielleicht ein bisschen ausführen? Gibt es da irgendwie Worst Practice oder vielleicht Best Practice Beispiele, die du im Kopf hast? Ja, ich denke, die Frage kann man erstmal also so auf theoretischer und praktischer Seite beantworten. Und auf theoretischer Seite ist es eben spannend, dass diese ökologische und soziale Wohnungsfrage in der Wissenschaft noch häufig getrennt voneinander betrachtet wird. Also es geht entweder um das eine oder um das andere. Und das ist ja auch, was wir im Protest zum Beispiel beobachten können. Also es geht entweder darum, Grünräume zu erhalten und gegen eine Bebauung sich zu stellen, oder es geht darum, im Recht auf Stadt bezahlbaren Wohnraum für alle zu schaffen. Aber das oft geht das irgendwie nicht zusammen. Und es gibt ja auch unterschiedliche Erkenntnisse oder Forschung und Meinungen. Viele sagen ja auch, okay, wenn wir die Klimaziele erreichen möchten, dann können wir eigentlich nicht noch mehr bebauen, sondern wir müssen komplett nur mit dem Bestand arbeiten. Und dann gibt es natürlich andere, die sagen, wir müssen schon, um bezahlbaren Wohnraum für alle zu schaffen, muss es schon noch Neubau geben. Aber da muss man dann eben konsequent das Grüne mitdenken. Und das wurde in den letzten 30 Jahren ja komplett versäumt. Also einmal durch auch Verkauf und Privatisierung und Neoliberalisierung der Städte, aber genauso im Städtebau. Also es wurde versäumt, gute Grünräume mitzudenken. Was ich auch gemerkt habe oder in den Beispielen oder immer im Gespräch ist es immer, wenn dann Grünräume, dann immer so als so ein Ausgleich zur bebauten Stadt. Aber das wirklich konsequent wieder mehr zusammenzudenken. Und da ist, denke ich, das Gärten in der Stadt ein wichtiger Anknüpfungspunkt, aber genauso wie in der Ausstellung im Architekturmuseum die Dach- und Fassadenbegrünung mitzudenken. Oder wenn wir jetzt auf die Tiny Bee-Skulpturen im Metzlerpark schauen, ja, da geht ja auch irgendwie Skulptur, Wohn, Grün, Park, geht irgendwie mehr Hand in Hand. Und Best Practice gibt es ja verschiedene Architekturkollektive, die das peu à peu machen oder eben interdisziplinäre Kollektive, wie zum Beispiel Parks in Hamburg, die hatten wir jetzt bei einer Veranstaltung eingeladen, die eben kollaborativ eine Brachfläche in Hamburg, im Hamburger Osten, die auch geprägt ist von ehemaliger Industrie, versuchen zusammen zu gestalten, aber auch zu gucken, welche Struktur und welche Nutzung ist denn überhaupt schon vorhanden, wo so ein Gedanke der Permakultur eben mit einspielt. Erstmal schauen und beobachten, was wächst denn schon da und erst dann handeln und eingreifen oder dazu pflanzen. Jonas, was ist deine Ansicht, wenn es um ökologische und soziale Fragen und eben dieses getrennt oder Zusammendenken im Städtebau geht?
Ja, ich stimme da Katharina sehr zu. Also dieses Prozesshafte auch sollte viel mehr berücksichtigt werden. Also ich denke, wir haben sehr viele Ressourcen schon in der Stadt, die dort sind, die man nutzen kann, die man vielleicht nur umnutzen muss oder auch eher so ans Reparieren denken sollte. Also dass wir etwas vielleicht wiederherstellen können oder anders herstellen. Reparieren heißt ja nicht unbedingt, dass es wieder das Gleiche sein muss, was dort ist. Und dann etwas schaffen für alle, eher an die Gemeinschaft denken und vielleicht den Profit oder ja erstmal hinten anzustellen. Da kommen dann solche Sachen wie Konzeptvergabeverfahren ins Spiel, also dass nicht auch der Höchstbietende bei städtebaulichen Wettbewerben oder bei Vergabe von Grundstücken so rum eher gewinnt, sondern dass es das beste Konzept gewinnen sollte und dann auch die Chance haben sollte, wirklich zu werden. Und bei dem Stichwort für alle muss ich auch wieder ans kollaborative Arbeiten denken, weil dazu muss ich erstmal erfahren, in welchem Stadtraum, in welchem Bereich auch was von der Stadtbevölkerung gewünscht ist und was es irgendwie braucht, oder? Ja, auf jeden Fall. Also Beteiligungsverfahren und Partizipation ist ja schon länger auch in der planerischen Praxis, aber ja vielleicht noch nicht grundlegend genug und nicht früh genug vielleicht auch oder wird nicht genügend dann einbezogen. Also da ist, glaube ich, noch viel Luft nach oben, dort die Bürgerinnen und Bürger oder auch zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner eines Stadtteils mit einzubinden in die Planung. Natürlich, das muss man sagen, diese Planungsprozesse brauchen mehr Zeit, vielleicht auch kosten sie mehr Geld, aber im Endeffekt sind die nachhaltiger und für eine größere Gemeinschaft positiv dann. Und ich würde noch sagen, was jetzt auf jeden Fall noch radikal dazukommt mit dem Klimawandel, ist wirklich die Einhaltung der Klimaziele. Also es kann nicht mehr so weitergebaut werden wie früher. Und ich denke, das muss viel konsequenter mitgedacht werden in der Architektur, im Städtebau, aber genauso auch beim Ausstellungsmachen. So. Also mit diesem unendlichen Ressourcenverbrauch kann es so auf jeden Fall nicht weitergehen. Und da gibt es ja auch diese vielen Bewegungen gerade und vielen, vielen Ausstellungen, auch die das Thema ja Climate Care aufgreifen. Also wie können wir wirklich nachhaltig und für die Erde sorgend auch bauen und planen? Ja, die Kreislaufwirtschaft ist ein Thema, was ja in der Baubranche sehr langsam anrollt, würde ich sagen. Aber es braucht halt noch mehr. Also wir müssen da noch mehr tun, auch als Architekten und Planerinnen, dafür zu sorgen, dass auf der einen Seite der Bestand besser gepflegt, genutzt wird, dass mehr umgenutzt wird, aber dass wir auch nicht einfach abreißen und dann sozusagen alles, was abgerissen wird, einfach als Müll deklariert abgeräumt wird, sondern da ist sehr viel Material und Ressource, die dann wieder auch neu genutzt werden kann. Bauteile, Fenster, Türen, ganze Wände, alles Mögliche, das muss nicht abgerissen und auf die Halde kommen, sondern sind meistens Materialien, die noch sehr gut wiederverwertet werden können in weiteren Gebäuden. Da gibt es gute Ansätze in Belgien und in den Niederlanden, aber auch hier in Deutschland gibt es jetzt Planerinnen und Planer, die sich da auch drauf spezialisieren. Und ich denke, das wird noch ein Thema, was uns in den nächsten Jahren sehr beschäftigen wird. Inwiefern waren diese Aspekte denn Teil bei der TinyBee-Konzeption und bei der Auswahl der Projekte oder inwieweit haben die KünstlerInnen darauf aufgebaut? Also ich würde sagen, das war in der Ausprägung recht unterschiedlich, aber zum Beispiel Terence Koh, dem ist nachhaltiges Handeln und Arbeiten total wichtig und seine Skulptur besteht zu 90% aus Materialien, die er vorgefunden hat oder wiederverwerten konnte. Entweder von anderen Skulpturen, die gerade im Park aufgebaut wurden oder auch von Baustellen in der Stadt. Also das war ein sehr spannender Prozess. Oder Myco X mit dem Myco Space, wo Pilze als Baumaterial verwendet werden, ist ja auch ein Thema, das, wenn es um Nachhaltigkeit geht, gerade auch viel in den Medien ist immer wieder. Ziel der Ausstellung Gärtnern jetzt ist, ich zitiere, die vielen Facetten des Gärtnerns in der Stadt zu zeigen. Wie werden denn die Gärten in der Stadt genutzt und gibt es auch eine politische Seite des Gärtnerns? Ja, die gibt es natürlich sehr stark, vor allen Dingen in Frankfurt.
Aber die Gärten werden genutzt, einmal natürlich schon zur Selbstversorgung und Ernährung. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt der Ausstellung. Und zwar in unterschiedlichen Projekten, also wirklich vom 1 Hektar großen Feld in Oberath, das aber gemeinschaftlich genutzt wird und in 90 kleinen Parzellen vermietet wird von einer Gärtnerin, die aus einer alten Oberräder Gärtnerfamilie stammt und dann dieses Feld von ihren Großeltern übernommen hat. Und ihr Anliegen war es eben, den StädterInnen wieder zu vermitteln oder beizubringen, wie eigentlich dieser Kreislauf, also wirklich vom Wachstum der Pflanze, was die alles braucht und wie der ökologische und regionale Gemüseanbau eigentlich funktioniert, dass, wie das eigentlich funktioniert, was dann hinterher bei uns auf den Tellern landet, bis hin zur Selbstversorgung im eigenen Hausgarten, über Urban Gardening Projekte und Gemeinschaftsgärten, die sich auch mit dem Thema Ernährung befassen. Und da kommen wir dann auch schnell in die politische Dimension. Die Gemüseheldinnen, die auch einen Ausstellungsbeitrag erarbeitet haben. Und Laura Setzer hat so schön gesagt, ja, Gärtnern ist ein politischer Akt. Denn wir versuchen wirklich auch, die Produktion von Obst und Gemüse zurück in die Stadt zu holen und damit natürlich auch die Transportwege und den CO2-Ausstoß so gering wie möglich zu halten. Dazu kommt noch, dass, also abgesehen davon, ist Gärtnern natürlich auch ein Ausgleich zur Lohnarbeit, wenn ich der Gartenarbeit nicht als Lohnarbeit nachgehe, sondern irgendeiner anderen geistigen Tätigkeit. Und dann wird es eben oft gesagt, okay, ich gärtner, um irgendwie davon von Abstand zu halten und mal runterzukommen und auch der Garten genutzt natürlich, um sich auszuruhen. Aber zum politischen Akt zurückzukommen, ist es der Kampf um den Erhalt von Grünflächen gerade sehr ausgeprägt, also auch durch die Bewegung von Fridays for Future. Und da ist ja in Frankfurt das Gebiet um die grüne Lunge sehr präsent und die Bebauungspläne, die ja vor über 10 Jahren mit dem damaligen Planungsdezernenten der Grünen, Olaf Kunitz, begonnen hat und jetzt ja auch großer Teil der Kommunalwahl im März 2021 war. Ja, du hast die grüne Lunge gerade erwähnt und ihr habt im Rahmen eurer Ausstellung ja auch einen wundervollen Audio-Walk gemacht. Da kann man noch mehr über die grüne Lunge lernen. Den findet man auf eurer Homepage, oder? Genau, den findet man auf der Projekt-Homepage, also über Ausstellung Gärtnern jetzt. Und es ist dann im Stadtlabor digital verortet. Und das klingt für mich auch so danach, dass eben Gärten auch soziale Räume sind, wichtige soziale Räume. Und Gärten sind auch oft so eine Flucht aus der Stadt. Du hast es als Ausgleich gerade schon erwähnt. Wie ist es denn bei euch beiden? Wie nutzt ihr Gärten privat? Den Garten, den ich am meisten besuche, ist der Garten meiner Eltern. Die wohnen nicht in der Stadt, sondern auf dem Land. Dementsprechend groß und weitläufig ist er. Und da ist er für mich Ort der Erholung, aber auch zum Sport machen, also und andere Dinge. In der Stadt, in der ich lebe, im Moment ist das Karlsruhe, nutze ich keinen privaten Garten, sondern sozusagen würde ich eher den städtischen Garten nennen, also den Park oder die Parks, die ich dort vorfinde, zum Beispiel in Karlsruhe entlang der Alb, einem Fluss. Ja, und dort ist es aber ähnlich. Also da nutze ich den öffentlichen Garten wie einen privaten Garten, in dem Sinn, dass ich dort auch zur Erholung hingehe, zum mich auch besinnen auf mich selbst oder um Sport zu treiben. Ich bin jetzt kein Gärtner, der zum Beispiel Gemüse oder Obst anbaut. Das mache ich nicht persönlich. Und wie ist es bei dir, Katharina? Ich habe im letzten Jahr meinen Balkon zum Garten gestaltet. Der ist immer grüner und immer voller geworden. Und ich habe auch tatsächlich, vorher war ich nicht so die Gärtnerin, aber mit der Beschäftigung dieses Ausstellungsthema, mit diesem ganzen Austausch mit den vielen Stadtlaborantinnen, die Gärtnern, habe ich so viel gelernt, dass ich jetzt sehr große Tomatenpflanzen habe, Auberginenpflanzen, Kräuter und das ist, ja, also der Balkon ist tatsächlich zu so einem grünen Ort explodiert und ich nutze ihn quasi einmal ein bisschen zur Selbstversorgung, also wirklich minimal zur Selbstversorgung. Da kann ich erneut die Terence Co-Skulptur anführen, Spiral Home, denn da war es wundervoll. Da konnten wir vor ein paar Wochen auch die ersten Auberginen und Tomaten ernten. Ich nutze ihn aber vor allen Dingen auch, um auch da zu entspannen und runterzukommen. Und ich finde, es mag es einfach auch ästhetisch, weil es so schön grün ist.
So, und das, die Augen finde ich entspannt und nochmal so einen anderen Ort des Wohlfühlens generiert. Und sonst nutze ich in der Stadt die Gärten meiner Freundinnen. Also ich, manchmal denke ich auch, oh, ich hätte auch gerne einen Garten oder einen Gemeinschaftsgarten, aber es ist doch sehr viel Arbeit. Und da bin ich, glaube ich, dann, wär mir zu viel. Und nutze aber auch sehr gerne öffentliche Parks und Grünflächen und da vor allen Dingen auch, um mit der Decke zu liegen und Menschen zu beobachten und zu lesen oder Backgammon zu spielen mit Freunden. Das heißt, wir haben einmal das Private, einmal das öffentliche Grün jetzt in euren Beschreibungen gehört. Und Jonas, wie ist es denn im Städtebau, also das Verhältnis von privatem und öffentlichem Raum? Wie, was wird im öffentlichen Raum denn heute gestaltet, wenn es ums Grün geht? Wenn es um Grün geht, ja, natürlich haben wir da die bestehenden Parks und Grünanlagen, die ja auch von städtischer Seite gepflegt werden. Aber häufig wird dann vergessen, dass es halt auch andere Grünräume geben kann. Also auch im Verkehrsraum gibt es Flächen, die begrünt werden können. Auch Plätze könnten mehr grün werden. Also da möchte ich darauf ansprechen, dass wir ja die meisten größeren Stadtplätze auch versiegeln, also dass sie auch pflegeleicht sind. Das ist natürlich immer ein Wunsch der Stadt. Aber ich denke, dass die Entsiegelung solcher Räume sehr wichtig sein wird, auch im Hinblick, oder ich habe ja am Anfang angesprochen, diese Pufferwirkung von Grün. Also wenn es mal wieder stark regnet, dass nicht alles auf den Plätzen dann direkt abläuft und dann vielleicht zu viel wird. Wir haben es ja gerade gesehen, auch bei uns in Deutschland, dass diese Starkregenereignisse auch zunehmen. Und da können wir unsere Städte, müssen wir dagegen wappnen. Und dazu gehört halt, Flächen zu entsiegeln, mehr Grün in die Stadt zu bringen. Und das an allen Orten, die es eigentlich gibt, von den Verkehrsinseln bis zu den Plätzen. Daran knüpft ja auch der Aspekt an, wer kümmert sich denn um die grünen Flächen? Und das hast du ja auch gerade gesagt, ne? Also es soll pflegeleicht sein, aber dann soll es doch auch irgendwie grün sein. Und gibt ja so ganz viele Ansprüche an das Grün und Vorstellungen auch. Und eine wichtige Frage bei der Erarbeitung der Ausstellung im Stadtlabor war eigentlich wirklich, wer kümmert sich? Also sind es die BewohnerInnen? Ist es nicht eigentlich Aufgabe der Kommune? Welche Fördermöglichkeiten stehen eigentlich zur Verfügung und welche nicht? Und welche Strukturen gab es auch schon mal? Also welche Architektinnen haben quasi die Grünräume in der Geschichte eigentlich schon auch mitgedacht und mitgestaltet und war dann in bestimmten Ämtern auch die Pflege verankert. In Frankfurt haben wir das Grünflächenamt, sie machen natürlich auch super viel, aber dennoch gibt es im Stadtlabor auch viele Beispiele, die zeigen, okay, wir kümmern uns hier um bestimmte kleine Flächen auch, wie Straßenbegleitgrün, weil es die Stadt halt nicht macht oder die Stadt mit der Sense drüber geht und dann irgendwie die liebevoll gestalteten kleinen Grünflächen irgendwie wieder so aufwandsgering wie möglich hält. Ja, eine Sache ist dahingehend ja auch, was finden wir schön? Also welches Grün finden wir schön? Man könnte natürlich auch, was halt für Insekten und andere Bewohner des Grünraums gut ist, ja viel mehr eigentlich wachsen lassen und nicht immer den Rasen gleich kurz scheren, Blumen sein lassen und auch nicht immer gleich alles rausreißen, was jetzt nicht gleich Zierpflanze ist, sondern da vielleicht auch mal ein bisschen ja, sprießen lassen und das auch im städtischen Raum. Also, und das ist spannend im jetzigen Blick in Koalitionsvertrag, dass Sie das da mit reingeschrieben haben. Mehr Wildblumenwiesen für Bienen und Schmetterlinge, glaube ich so. Ja, und da schlägt die Stadt dann sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe. Also sie muss nicht so oft drüber gehen mit ihren Rasenmähern und tut noch etwas ja, für die Flora und Fauna der Stadt. Da haben wir jetzt schon von euch auch jede Menge Gedanken zum öffentlichen Raum und Frankfurt gehört. Also wo es so hingehen könnte, was auch fehlt, wo die Herausforderungen sind. Gibt es noch Sachen, die euch noch einfallen, wenn es direkt um Frankfurt geht? Also eine Sache ist natürlich auch immer der Verkehr in unseren Städten natürlich, der immer noch ein Thema ist. Also das Auto ist nicht nur in Frankfurt immer noch Verkehrsmittel Nummer eins und prägt unsere Städte, unsere Innenstädte, aber auch darüber hinaus natürlich durch den Pendelverkehr alle Ein- und Ausfallstraßen. Ich glaube, da ist noch Spielraum, wo wir ja, den Pkw so ein bisschen aus unseren Städten
wieder herausdrängen können, andere Verkehrsmittel, sei es das Fahrrad oder zu Fuß. Und da halt mehr Raum in der Stadt für den Menschen, aber auch für die Tiere, für die Natur wieder zur Verfügung stellen, der jetzt halt von PKWs und anderen größeren Verkehrsmitteln genutzt wird. Wäre das auch so für dich ein Prinzip des Städtebaus, das eben stärker in Betracht gezogen werden sollte? Auf jeden Fall. Da gehört natürlich eine gute Verkehrsplanung des öffentlichen Nahverkehrs dazu, also dass das Netz dann auch so ausgebaut ist, dass Bürgerinnen und Bürger, die in der Stadt im Zentrum arbeiten, auch trotzdem noch, ohne lange zu warten oder überfüllte Busse und Bahnen, trotzdem noch gut in die Stadt kommen. Wenn man dieses Angebot aber macht, denke ich, dann werden auch viele schnell auf ihr Auto verzichten und es vielleicht sogar ganz abschaffen, weil sie dann dort, wo sie wohnen, gar nicht mehr auf ein PKW angewiesen sind, weil zum Beispiel die Nahversorgung an ihrem Wohnstandort so gut ist, dass sie dort auch mit dem Fahrrad und zu Fuß unterwegs sein können. Und wir hätten gleich viel mehr Platz, wenn nicht mehr so viele Autos in der Stadt rumstehen würden, um wieder die Plätze oder die frei werdende Fläche zu gestalten. In Wien gibt es gerade so ein schönes Beispiel, da kann man sich bei der Stadt, glaube ich, bewerben mit Gestalte deine Nachbarschaft. Und da kann man eben temporär im Sommer also 2 bis 3 Parkplätze, glaube ich, sich aneignen und da so eine kleine Oase für die Nachbarschaft. Und das sind dann Sitzmöglichkeiten und Blumenkübel und Hochbeete, was ja schon mal irgendwie ein super Beispiel wäre. Und ich glaube auch anknüpfend an das, was Jonas gesagt hat, was geht eigentlich noch für Frankfurt, wäre ja einfach ein Wandel weg von der autogerechten Stadt hin zu einer Menschen-, Pflanzen- und tierengerechten Stadt irgendwie wichtig, weg von der privaten Stadt hin wieder mehr zur öffentlichen Stadt für alle. Ja, und da kann man ja noch anknüpfen bei dir, Katharina, also die Stadt für alle und öffentliche Räume, dass sie halt ja nicht unbedingt so konsumorientiert sind, wie sie heutzutage ist. Also man kann ja kaum noch sagen, ob es jetzt wirklich ein öffentlicher Raum ist, in dem ich mich aufhalte, oder ob es nicht doch zur Mall oder zu etwas anderem gehört, was dann schon wieder privat und ja sehr konsumorientiert ist, sondern dass es viel mehr Orte auch gibt, an denen man einfach, ich sage es jetzt mal, sein kann, ohne zu shoppen, zu essen, zu trinken, sondern dass es einfach auch Orte gibt, die wirklich öffentlich sind und von keiner privaten Nutzung beeinflusst werden. Also einmal für Jugendliche natürlich auch ganz stark braucht es solche Orte, aber genauso denke ich für uns alle und gerade auch Menschen, ökonomisch schwache Menschen. Und für diese Gruppen sind einfach Städte in den letzten Jahren nicht geplant worden. Und da ist einfach auch dieser Slogan aus den 80ern von dem Landschaftsarchitekten und Planer Lucius Burkhardt, wer plant die Planung, eigentlich eine wieder sehr zentrale Fragestellung, die wir uns in der Stadtplanung stellen sollten. Und wie wichtig diese Orte sind, haben wir alle, glaube ich, gespürt in der Corona-Krise. Also wie wenig Orte es gibt, wo man sich ohne etwas zu konsumieren treffen kann und wie stark das dann alles eingeschränkt ist. Und dann hat man sich fürs Spazierengehen entschieden, weil da bleibt man in Bewegung und braucht keinen Ort, um zu verweilen. Am Anfang habe ich schon gesagt, vielen Dank für eure Zeit. Das sage ich jetzt nochmal. Vielen Dank für das schöne Gespräch. Und ich glaube, wir haben viele Gedanken mit drin, die auch nach Tiny Bee uns im Stadtraum begleiten werden. Habt ihr noch abschließende Worte? Auch vielen Dank an dich, Nicole, an das nette Gespräch. Ich lade alle Zuhörerinnen nochmal dazu ein, in die Stadtlaborausstellung Gärtnern jetzt zu kommen. Die ist noch bis 10. Oktober im Historischen Museum Frankfurt zu sehen, genauso wie die 2 anderen Ausstellungen im Historischen Museum Frankfurt mit dem Überbegriff Die Stadt und das Grün, nämlich die Frankfurter Gartenlust und die Ausstellung im Jungen Museum Klima, Umwelt und Du. Dazu haben wir noch ein schönes Begleitprogramm, in denen die Stadtlaborantinnen ihre Gärten einladen und es sehr lebendig zugeht. Also gerne die Homepage besuchen und zu uns ins Museum kommen.